Hallo, guten Morgen, meine liebe Freundinnen und Freunde. Ja, stellt euch mal vor, gestern ohne Vorwarnung schnappt sich mein Fräulinchen, mich, hat sie sich geschnappt, ins Auto verfrachtet und abgefahren in das Tierarztklinik. Ja, zu die Frau Doktor mit dem weißen Kittel. Die sind ja alle mal ganz lieb zu mir. Oh, das haben sie mal blick, du so süß und knuddle mich und so, ja. Und da versuchen die mich davon abzulenken, dass ich nicht merke, dass ich gepiekst worden bin. Ich hab's gemerkt, aber ich hab's mir nicht anmerken lassen. Ich war ganz tapferes. Ja, hat die Frau Doktor A gesagt und hat mir dann hinterher noch ein Kekschen gegeben, weil ich so brav war. Also das mit dem Kekschen fand ich gut. So, also jetzt muss ich aber nicht mehr verimpft gehen. Bis nächstes Jahr im November, hat die Frau Doktor gesagt. Ja, und mein Freundin hat die Frau Doktor gefragt, ob ich muss, wenn die kalte Jahreszeit beginnt, wie jetzt zum Beispiel, ob ich da muss Klamotten ankriegen. Hat die gesagt, ja, also der hat keine Unterwolle, der kleine Mann da. Da wäre es also schon gut, wenn er mit dementsprechenden Kleidung vor der Witterung geschützt wird. Hat sie gesagt, ja, man muss mich schützen, hat sie gesagt. Ich finde das doof, ich finde das richtig doof. Man soll einfach mir mein Fell wachsen lassen. Aber die hat gesagt, so ohne Unterwolle und so klein wie er ist, ist er mit seinem Bäuchlein ganz nah an die Botte, wenn es dann gefriert oder so, ist es nicht gut. Hat sie gemeint, muss ich Klamotten anziehen. Also sowas. Also wenn er mich demnächst in Klamotten sieht, wissen wir warum. Ja. Aber im Moment ist es doch nicht so frostelig, dass ich das muss. Jawohl. So, und euch wünsche ich auf jeden Fall noch ein schöner sonniger Tag, ne? Mal gucken, was draus wird. Bis dann, tschüss, euer Mokli mit die weiße Socke.